Per Video. Eine solche flächendeckende Videoüberwachung von Beschäftigten ist nach dem deutschen Datenschutz nicht zulässig. Die Kunden, Apple will zu viel über seine Kunden wissen. Das befand die Verbraucherzentrale Bundesverband nach Analyse der deutschen Apple-Website. Seit 15 Verstöße gegen Datenschutz machte der VZBV dort aus und mahnte diese förmlich ab. Die EU-Justizkommissarin Viviane Reding beschuldigt in einem Brief an die Verbraucherschutzminister der Mitgliedstaaten die Firma Apple, die Kunden beim Kauf von Mobiltelefonen
und Computer hinsichtlich der ihnen innerhalb der EU zustehenden 24-monatigen gesetzlichen Gewährleistung zu täuschen und eine zusätzliche Garantie gegen Aufpreis zu verkaufen. Die Umwelt. Im Jahr 2011 war Apple für 23,1 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zwar sagt Apple, dass sie ihren Kohlendioxidausstoß verringern, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Um 34% erhöhten sich die Emissionen im Jahr 2012. Die Privatsphäre. Seit dem NSA-Skandal ist klar, dass Gespräche, Textnachrichten, Webgewohnheiten und auch Ortungsdienste durch die Regierung überwacht werden können. Die Chance, dass Apple hier bewusst eine Hintertür für den Geheimdienst eingebaut hat, ist groß. Die Pressefreiheit. Nachdem Apple wiederholt Inhalte von Verlagen aus seinem App Store entfernt oder gar nicht erst zugelassen hat, prüfte eine Arbeitsgruppe der Rundfunkkommission in Deutschland, ob der US-Konzern, ähnlich wie Kabelnetzfirmen oder andere Plattformanbieter, rechtlich dazu verpflichtet werden kann, entsprechende Inhalte in sein Angebot aufzunehmen. Die inhaltliche Einflussnahme von Apple ist ein Verstoß gegen die Presse- und Meinungsfreiheit, den wir so nicht hinnehmen können, sagt Nikolaus Hill, Hamburger Staatsrat für Medien. Dankeschön. Kann ich Sie kurz einmal ansprechen? Thank you.
Der Grund ist für hier diesen Riesenaufmarsch, ob jetzt nochmal Stärke demonstriert werden soll.